Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space, wo wir gerade in den letzten Folgen hier ein bisschen gefailt haben. Bei den zwei netten Herrschaften hier an der Tür. Die haben nämlich mal wieder viel zu viel Zeug gespuckt, womit ich nicht klarkam gerade. So, den Marker, den muss ich noch da rausholen, fällt mir gerade auf. Der steckt da noch drin. Und dann ist hier die Brückensteuerung ein bisschen kaputt. Das heißt, ich kriege den gerade gar nicht weiter. Dann würde ich sagen, bevor ich zum Shop rübergehe, gehe ich erstmal hier kurz schauen, was hier noch so drin ist. Wahrscheinlich kann ich gar nicht alles mitnehmen. Na, wahrscheinlich kommt gleich eine Tafel. Nee, es passt tatsächlich alles rein. Stase ist immer noch aufgeladen. Mir gefällt zwar, dass hier überall Stasestationen sind, aber das muss nichts Gutes heißen. Jetzt ist es aber voll, ne? Nein, immer noch nicht. Oh, Speicherstation, noch gar nicht aufgefallen. So. Da kümmere ich mich gleich drum. Erst habe ich gesagt, speichern. Ne, Quatsch. Erstmal shoppen. Ich habe nämlich ein bisschen was im Inventar, was ich loswerden will. Und zwar diese mittleren Dinger hier. Habe ich gesagt, die verkaufe ich. Dann den Halbleiter Rubin verkaufe ich. Vielleicht habe ich ja doch noch Glück und komme tatsächlich noch auf mein... Noch irgendwas? Nö. Und komme tatsächlich noch auf mein genug Geld, um für hier mit Rüstung und so, ne? Ich sag die ganze Zeit Rüstung, dabei meine ich eigentlich ganz normal den Anzug. Wer schreit denn da rum? Da hängst du, okay, an der Stasi-Station. Hier kann ich nicht drauf rumdrücken. Ne, die ist Fehlfunktion, ne? Okay, das heißt, ich muss mal da hinten rein. Ich wollte davor aber noch speichern. Habe ich noch gar nicht gemacht. Und bevor ich hier noch irgendwas nochmal machen muss, speichere ich hier mit Level-Totraum. So, dann gehe ich mal nach da hinten. Und in die sehr vertrauenserweckende Tür gehe ich mal da durch. Um festzustellen, yippie, wir haben wieder Schwerelosigkeit. Das ist hier mein Lieblingsthemenbereich. Mache ich ja ganz gerne. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Das heißt gar nichts Gutes, wenn ich hier so überall gucke. Also, hui. Scheiße. Hui, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich lang muss. Ich laufe mal lieber den längeren Weg. Aus dem Grund hier. Na komm schon. Nicht mal im Stase treffe ich hier. So, das da weg. Bist du tot dann schon? Jetzt definitiv. So. So, Stase. Kann ich nachher draußen wieder aufladen. Und wenn ich es mal wirklich dringend brauchen sollte hier drin, hat es eh eine Stasestation. Ah, noch ein Schwarzer, du. So. Aber das überlebst auch du nicht. Und wenn doch, wird ein bisschen auf dir rumgestampft. Ach so, sowieso ein Stasepack bekommen. Kann sich ja kaum unterhalten. So. Noch irgendwas? Wo geht's denn da hin? Gott sei... Gottes Willen. Gott sei Dank, wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung, warum es aus meinem Munde kam. Sinn hätte es keinen gemacht. Also einmal da durchhüpfen. Hier... Wo bin ich denn? Was mache ich eigentlich gerade? Ganz ehrlich. Ich muss doch eigentlich nur den Marker da durch... Nochmal Stase. Toll. Den Marker da durchschubsen. Also ich komme gerade irgendwie aus dem Lüftungssystem. Da ist Stase. Das gefällt mir gar nicht gerade. Also wenn ich irgendwie Stase aufladen kann, heißt das, ich muss Stase wahrscheinlich benutzen irgendwie. Das heißt, muss nicht gut sein. So, Schwerelosigkeit bleibt an. Ich muss aber wahrscheinlich... Ach so, klar. Muss wieder zum Laufen bringen. Klink. Und dann ist... der Ventilator an. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit so ein ohrenbetäubendes Wummern auf meinem Ohr. Das ist natürlich voll geil. So.
Ich hätte ganz gerne mal diesen Kasten noch, den habe ich vorher übersehen. Und jetzt kommt da die Stase. Oh, geil, anhalten. Und jetzt hier durchlaufen. Schnell. So, und jetzt hoffentlich kommt da kein Vieh mir entgegen. Ich und meine... Alter, geile Voraussicht. Ist doch... Fuck, ist noch wo eins. Ja, ja, ja. Ah. Ja, ist ja gut. Alter, ich sehe gar nicht. Wo ist denn das Ding? Da ist das Ding. Nein, das ist ein zweites. Oh Mann, ey. Fickt euch. Alter, ich hasse es so im 3D-Raum. Im 3D-Raum? Wie scheiße klingt das denn? Hier. In der Schwerelosigkeit. Du kannst die Finger einfach... die Dinger einfach... Finger. Ich bin zu blöd zum Reden mittlerweile schon. So. Fuck, ey. Es ist nämlich übel kacke, die Dinge hier drin zu erwischen jetzt. Und dann sind es auch noch so starke hier. Ja, Stasis ist leer, natürlich sehr geil. So. Geht doch. Mann, 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 war das wieder eine schwere Geburt gerade. Hoho, mein Leben noch gar nicht gemerkt. Hoppla. So, einmal voll machen, bitte. Das war das erste große, das erste große Medipack, das wir benutzt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir noch keins benutzt davor. So, Stasis ist auch wieder voll. Dann muss ich jetzt, ich hoffe, ich springe jetzt richtig, ganz ehrlich. So, einmal dadurch. Ich springe jetzt einfach und hoffe, dass wir keinen Besuch bekommen. Fuck, falsch gesprungen, oder? Nein, ist richtig. Ist richtig, gut. Bin ich, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Jetzt hier noch was? Einmal das da. Ach, wieder ein großes. Ne, toll, hat sich... Also, faktisch nichts für uns geändert. Ganz ehrlich? Ende der Schwerelosigkeit. Komm zu Daddy. Nein! Ist er tot schon? Also ein ganzes Magazin draufballern, dafür kriegen wir Energieknoten. Toll. Okay. Stase aufladen ging doch da, ne? Ne, auf der anderen Seite ging das. Es ist, ja, es ist tatsächlich nicht ganz unanstrengend. Halt's Maul. So, ich gehe noch kurz. Was gehe ich jetzt noch machen? Ich wollte noch... Lass mich überlegen und nicht lügen. Ich wollte das noch verkaufen. Einmal ein Stase-Paket. Paket vor allem. So, lass mal kurz gucken. Inventar und Stase-Pack. Verkaufen. Strahlmunition ist okay. Das ist echt ein Haufen mittlerweile, aber die will ich noch nicht verkaufen. Die verballere ich doch tatsächlich lieber. Deswegen behalte ich jetzt auch gerade mal die hier. Das heißt, ich kann jetzt wieder die Brücke hochtun. So, und den Marker da durchschieben. Solange die Brücke oben ist. Mein hervorragendes Deutsch hier an dieser Stelle. So, einmal hier noch durch. Und weiter geht's, würde ich sagen. Wenn ich nochmal Stase kurz aufladen darf. Und dann speichere ich noch einmal guten Gewissens. So. Hier. So mache ich Speicher. So. Ich erinnere mich, wenn ich gerade so auf die Spielzeit gucke, wir haben jetzt schon über 11 Stunden gespielt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich beim ersten Mal, wo ich es alleine durchgespielt habe, habe ich etwa 13 Stunden gebraucht. Ich weiß also nicht genau, aber wir sind, glaube ich, schon relativ weit. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr groß, was es gegen Ende hier passiert. Hat man ja auch schon in den letzten paar Folgen gemerkt, dass ich doch sehr am Rumrätseln war, was hier eigentlich so storytechnisch gerade abgeht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das heißt, ja, ich bin genauso überrascht wahrscheinlich, was gleich oder am Ende passiert
Wie, noch mehr? Nicht zurück oder was? Was noch passieren wird, wie diejenigen von euch, die Dead Space auch noch gar nicht kannten, werden wahrscheinlich nicht allzu viele sein. Ist ja schließlich ein bekanntes Spiel. Und da es nicht sonderlich neu ist, ist es wahrscheinlich nur eine Handvoll. Aber trotzdem soll das mal so gesagt sein, ne? So. Oder diejenigen, die auch vergessen haben, was passiert, so wie ich. Die sagen, hey, das war ein tolles Spiel, aber was war da eigentlich nochmal? So. Was gibt's hier noch? Das da gibt's da noch. Und hier drüben habe ich noch gesehen, wenn ich Glück habe, ein Energieknötchen. Ein Energieknöterchen. So. Nimm raus und dann mit. Damit habe ich dann wieder zwei Stück. Verkaufen kann ich nicht, das heißt, die werden einfach sinnvoll investiert. Naja. Vermeintlich sinnvoll investiert. Ich gehe auch ohne Stase. So, okay, da durch. Ich gehe aber auf der anderen Seite weiter. Weiß auch nicht warum, die gefällt mir besser. Immer schön auf der Innenseite laufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich mehr Sinn macht oder nicht. Keine Ahnung. So. Nächste Schleuse. Bin mal gespannt. Es langsam nervt es ein bisschen mit den Schleusen. Ah, ich glaube, wir sind durch. Ich wollte sagen, langsam nervt es ein bisschen mit den Schleusen. Es sind so viele. So, mal gucken, was ist. Willst du mich verarschen? Ach, du grüne Neune. Alter. Das war groß. Um es mal so zu sagen. Wo tauchst du auf? Da tauchst du auf. Oh nein. Hau ab, du Drecksvieh. Bloß weil du schwarz bist, Mann. Oh nein. Hör auf jetzt. Ist gut, ja? Ich bin ja ein sehr tolerantes Mensch. Aber so nicht, Freundchen. Du kannst mich auch mal kreuzweise, ganz ehrlich. Nein, geh weg. Ich muss da hinschießen. Spitze nicht im Weg rum. Noch eins. Von den kleinen Undankbaren. Hier nicht, nein. Kann ich hier gefahrlos drüber? Ist ja gut. Kann ich da gefahrlos drüber laufen? Oder bin ich wieder ein Matsch, wenn ich hier drüber laufe? Nee, geht. Aber ich würde noch ganz gern hier alles einsammeln, was gibt. Was geht. Achso, es war nur das da, okay. Mann, ist hier gerade die Hölle los. So, das war das. Ach, zurück kann ich gar nicht mehr. Ist ja mega freund. Wo? Es knurrt hier doch noch irgendwas anderes rum. Nicht nur das da hinten, oder? Siehst du? Ah, Mann, diese Mistkerle hier überall. Nein, nein. Ist er tot? Hey, es hat sich doch gelohnt, das Ding hier weiter auszubauen. So ein kleiner One-Hitter mittlerweile geworden. Ich glaube, ich sollte mal hier einen Schritt weiter gehen. Und den Marker mal ein bisschen mitziehen, sofern möglich. So. So, guten Tag. Möchten Sie von mir ein bisschen beschossen werden? Okay, du bist auch
hinüber, wo soll ich, was soll ich machen? Soll ich da vorgehen? Da ist, ich will da mal, achso, da kann ich noch gar nicht rein. Hilft ja alles nichts, dann muss ich mal den Marco wohl davor bringen. So, zack. Und hier sehe ich schon den Sockel für den Marker. Aber erst dich hier noch. Und das da hinten auch noch. Ich sehe es gerade, wie es kommt. So. Zack. Hey, hey, hey. So, Beine weg, eben. Will doch gemeint haben. So. Krabbelst du noch rum? Nein. Ich merke gerade, unser Puls rast etwas. Stasepack. Ist auch klar, wenn hier so schnell was, so schnelles Gefiech unterwegs ist. Boah, könnte ich endlich mal tot bleiben jetzt mittlerweile? Regt's echt ein bisschen auf. So viel Munition, wie ich in euch reinstecke. Ist derbe uncool, ganz ehrlich. Ein mittleres geht noch. Aua. Das gibt einen Sonnenbrand. Ich höre nichts. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Siehste. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Wir sind wieder ganz, Isaac. Wir sind ganz. Ich sagte doch, das ist nicht Nicole. Es war einfach klar. Fuck it, was passiert hier? Notfall. Pio-orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Sofort den Sektor räumen. Oh oh. Ich glaube, es hat damit zu tun. Minimal ungeil. Jetzt kann ich aber auch noch... Alter, liegt noch was. Hoho. Dich werde ich nicht liegen lassen. So bescheuert bin ich noch nicht. Jetzt kann ich hier lang. Zyklus aktiviert. Ach so. Dachte schon. Ich hoffe, hier passiert nichts hier drin. Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, ich würde einfach weggehen, oder? Das kann ich nicht. Der Marker kommt nicht mehr. So ein Schatten. Ich bin gerade an dich zu lösen, auch wenn du nicht ganz richtig im Kopf bist. Was denn? Glaubst du mir nicht? Sieh dich doch nur an. Oder besser noch. Sieh dir das Video von Nicole an. Und diesmal solltest du es bis zum Ende gucken. Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Letztendlich läuft es doch auf dieses kleine Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Weit weg von diesem Gottverdammten Ort.
Oh je, aber man sieht schon, wie ich gesagt habe, Nicole, nur eine Manifestation aus unserem Unterbewusstsein. Ich wusste einfach, sie kann nicht mehr am Leben sein, das geht einfach nicht. Aber was hier gerade mit Kendra los ist, das erschließt sich mir noch nicht ganz. Wir haben den Marker zwar zurückgebracht, aber sie ist da wohl doch strikt dagegen. Und hat ihn jetzt einfach wieder eingepackt, das gute Ding. Das heißt, wir haben ihn zwar zurückgebracht, aber irgendwie steht da dann doch noch was aus. Wir müssen da noch was gegen tun, ne? Also werden wir uns wohl drum kümmern. In der nächsten Folge. Bis dahin.